das hier? Bienen oder sowas? Das sind also die speziellen Gefängnisräume, ja. Super. Ich habe so ein Gefühl, dass wir hier gleich auch irgendwo eingesperrt werden. Ich weiß nicht warum. Ist, wollen wir da schon hoch, aber wir sind schon mal da, dann gehen wir da auch hoch. Ne? Wahrscheinlich. Nein. Okay. Ausgang gesichert. Nichts mehr. Munition. Also wir haben eine Menge Buckshot-Munition bekommen, muss ich sagen. Also hier. Gut. Kugeln. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber wir nutzen sie mal, ne? Da ist noch einer. Verdammt. Ich die eigentlich lieber gerne für die Krankenschwestern aufbehalten würde. Ich weiß auch nicht, ob da noch welche kommen oder nicht. Warum verschieße ich die Scheiße denn? Nochmal. Moment. Okay.
Ich sollte sie doch nutzen. Bin mir nicht so sicher. Was? Was? Was hat er gesagt? Inch. Die kaum erkennen. Das sind irgendwelche Zeichen. Ich hab keine Ahnung, was er sagt. Ich will es auch nicht wissen, glaube ich. Ist okay. Lass ihn reden. Aufgrund der jüngsten Gewalttätigkeiten zwischen den Insassen wurde der Gefangene D-239 in Einzelhaft in Zelle F6 verlegt. F6. Hier, wir haben F6 geöffnet. Ich habe keine Ahnung, wo F6 ist. Ist das hier denn jetzt überhaupt F-Block? Hier? Und wir eben nicht. Liegende Frau. Zuschauer bei einem. Okay. Der Mann. Ah. Das, irgendwie verwirrt mich das alles nur noch mehr. Und das Spiel jetzt langsam mal anfangen, sich aufzuklären? Das wäre irgendwie toll. Wir spielen jetzt seit, keine Ahnung, 18 Stunden oder so. Das waren die Zellen. Die war beim ersten Mal auch zu. Ah, dann war das F6. Okay. Wir haben noch einen gemischt. Oh, ich hab's geahnt. Ah. Ach, nö. Tut mir leid, es tut mir so leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich mitnehmen. Jetzt bin ich. Ich hab's eben noch gesagt. Uff. Wer war das? Ha? Ne? Okay, aber wir haben ja das Gewicht, das heißt, wir können gehen. Warte mal, da steht noch ein Eiltrank.
Aber die Zelle, wo wir gehen können, war da hinten, ne? Irgendwo war die doch hier. Da mussten wir hier durch. Wundervoll. Muss ich mich nur kurz hier orientieren. Oh, das Licht geht nicht mehr. Prima, da steht noch so ein Ding. Ach nö, das war schon tot. Menno. Okay, wir sind auf der Ebene. Okay, ich verstehe. Gut, 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 gut. Dann müssen wir hier einmal nach links. Hier gerade durch. Aber, oh, oh. Ich speichere mal lieber vorher. Sicher ist sicher. Okay, jetzt die Frage. Eigentlich müsste alles in der Waage sein, ne? Hier ist viel. Die folgende Sammlung verschiebt sich. Hallo Ära. Warte mal, was ist denn, wenn wir das so machen und dann den? Nee, das passt auch nicht ganz. Dann holen wir mal den hier zurück. Okay. Oh. Also ich denke, es muss in die Mitte, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Überhaupt auch irgendwas hin und her schieben müssen, aber ich glaube schon. Macht auch keinen Sinn. Lass mich erstmal da hinten gucken. Haben wir ja schon. Ich denke, es muss an die Mitte, da wird nichts anderes übrig bleiben. Okay, wir nehmen mal alles runter. Ich überlege mich gerade, ob wir es nicht schon... Hoppala.
nicht schon mal in der Mitte hat. So. Das letzte Gewicht, was wir bekommen haben, ist das kleinste gewesen. War das das hier? Stellen Sie mal alle nach rechts, das hatten wir auch noch nicht. Okay, wir kriegen es nicht, also wir kriegen es nicht ganz runter auf rechts, aber wir kriegen es ganz runter auf links. Hä? Hallo Panda. Bist du schon fertig, Panda? Ach, okay. Sehe. Wahnsinnig. Ich weiß ja noch nicht mal, ob wir hier wirklich noch was machen müssen oder nicht. Aber warum sollten wir dann den letzten... Seht ihr? Hier links geht das viel weiter runter. Also ist das nicht wirklich geeicht, möchte ich mal kurz feststellen. Ja, wohl nicht sein. Ich gucke jetzt noch mal kurz hier rum, ob ich irgendwas übersehe. Außer dem Offensichtlichen. Nö. Also ich bin fast der Meinung, dass wir das in die Mitte treiben müssen zum Schwert. Versuchen Sie nochmal. Den größten, den zweitgrößten und den kleinsten. Gut. Machen wir das doch einfach, ne? Warum eigentlich nicht gleich so? Aha. Wenn du es dennoch wissen musst, ich tat es nur aus Herzenslust. Ich sehe, giere, brauche, stehle. Es ist das größte Glück der Seele. Aber da stehen ja noch mehr Sachen. Ah, okay. Ah, okay, okay. Ich will keine Gnade, meine Tat ist bekannt. Ihr wisst, es ist wahr, ich legte den Brand. Die Nonnen, sie quiekten, die Kinder daneben. Niemand von ihnen entkam mit dem Leben. Ich stahl eines anderen Brot, brach das siebente Gebot. Nein, ich bin kein Gottesmann. Mein Grund, er geht mich gar nichts an. Und jetzt kommt wahrscheinlich... Recht habt ihr, ich nahm das Kind, floh mit ihr schnell wie der Wind.
Sie schrie nicht und sie weinte nicht, denn ich war ihr Vater, ein vertrautes Gesicht. Hä? Die Sonne küsst den Horizont, ich zerschneide den Zaun gekonnt. Auf die Tür und schnell herein, deine Schätze sind nun mein. Mutter, liebste Mutter mein, deine Liebe war so rein. Warum, mein Sohn, sagtest du nur, als mein Messer in dich fuhr? Ich wartete lange, ich ließ mir Zeit. Mein Herz voll Zorn und Bitterkeit. Der Mann erschien, er sah mich nicht. Er bekam, was er verdiente, der elende Wicht. Okay, und dann sind hier unten noch welche. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, was wir machen müssen. Warte mal, wir lesen das erste wieder. Genau, das, glaube ich, gehört zum zweiten. Nochmal kurz lesen. Mein Grund, der geht dich gar nichts an. Und dann erklärt er hier den Grund. Kann ich... Ach so, ich kann die gar nicht mal bewegen. Nee, nur lesen? Okay. Ein wildes Tier war er, nicht mehr. Mein Körper, meine Seele zerstörte er. Meinen Lebenswillen wollte er brechen. Da wurde es zu viel und ich musste mich rächen. Du warst immer gut zu mir, warst mein Lebenselixier. Schrecken steht dir im Gesicht. Warum, fragst du, warum denn nicht? Das gehört zur Mutter? Sie brannten so hell, sie schrien vor Schmerzen. Da spürte ich die Wärme tief in meinem Herzen. Tat so gut, sich daran zu weiden, und für meine Freude musste sie leiden. Gehört zu dem ersten. Ja, aber warum kann ich das nicht? Dann bin ich blitzschnell aufgebrochen, mein Opfer blank bis auf die Knochen. Was kümmert mich der Tugend wert, solange sich mein Reichtum mehrt? Vergib mir, Kind, ich hab versagt, dich zu erretten vor der Qual, die dich plagt. Die, die dich liebte, die dich gebar, über ein Monster, es war mir nun klar. Okay, aber wie kann ich die Dinger denn bewegen? Ich muss doch irgendwie... Muss ich die nacheinander lesen vielleicht? Ah, so kann ich es bewegen. Ah. Okay. So, okay, dann ist das zweite. Müsste. Ja. So, das muss zusammengehören. Dann das. Wir haben das Kind, das ist das, ja. Deine Schätze sind nur mein. Was muss das sein? Dann ist das mit der Mutter. Das. Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähle unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten, schauen ihre Gesichter. Oder auch nicht, du bist nun ihr Richter. Müssen wir die alle nochmal lesen?
Oder die Tugend herauserkennen. Ja, dann nicht wirklich eine Tugend, aber okay. Oder sie sind nicht ganz richtig. Aber lass uns noch mal kurz durchgehen. Ich will keine Gnade. Meine Tat ist bekannt. Ihr wisst, es ist wahr, ich legte den Brand. Die Nonnen, sie quiekten die Kinder daneben. Niemand von ihnen entkam dem Leben. Sie brannten so hell, sie schrien vor Schmerzen. Da spürte ich Wärme tief in meinem Herzen. Es tat so gut, sich daran zu weiden, und für meine Freude mussten sie leiden. Passt doch zusammen. Lang das anderen Brot brach das siebente Gebot. Nein, ich bin kein Gottesmann, mein Grund ergeht dich gar nichts. Wenn du es dennoch wissen musst, hat es nur das Herzens. Ich bin der Meinung, dass das passt. Nahm das Kind, vergib mir, Kind. Aufpassen. Jetzt um. Ah, okay, da fehlt noch was. Beziehungsweise da. Okay. Eins. Was habe ich gemacht? Ich lasse mich mal ganz kurz. Würde ich jetzt eh nicht überleben. Das, was auf dem Schild stand, da stand 1 drauf. Und das 1 war die erste Geschichte. Wo soll ich damit anfangen? Also ich soll den Richter spielen, ja. Und ich soll jetzt bewerten, welches am schlimmsten war. Oder welches hätte die Todesstrafe verdient? Ja, da war ich mit 1 schon mal gar nicht so schlecht. Wobei ich, keine Ahnung. Okay, Moment, wir lesen nochmal oben. Sieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähle unter den Sünden die Tugend jeweils. Also nicht. Das ist alles schrecklich. Also bis auf den Diebstahl vielleicht, der ist nicht so schlimm, aber... Nicht so dramatisch. Vielleicht das Einzige, was irgendwie was Gutes ist, dann wäre es 3. Ich probiere es. Keine Ahnung. Also da fehlt mir, glaube ich, gerade die Logik. Also mein Gehirn zusammenzubasteln, was da jetzt genau gemeint ist.
Wir nehmen mal einen Trank vorher. Waffenmäßig sieht es total super aus. Ja, ja, aber ja, deswegen denke ich, das einzig Tugendhafte könnte, wenn man das so sehen will, sein, dass er die Mutter seines Kindes getötet hat. Aber ich halte das nicht für tugendhaft. Ich glaube, ich habe da andere Ansichten zu. Meinst du, dann probieren wir eins nach dem anderen aus, aber das sieht jetzt nicht ganz so schrecklich aus wie das erste eben. Wir haben das Richtige gewählt. Oh, da guckt noch ein Fuß raus. Geil. Oh Gott, oh Gott. Okay. Müssen wir schon wieder in ein Loch springen? Oh Gott, ist das jetzt so ein unendliches, wir springen von Loch zu Loch? Okay, warte, Leichenhalle, Weinkeller, keine Ahnung, ich nenne den jetzt so. Also früher, als ich noch Kind war. Oh, ja, da hängt sich mein Spiel auf. Dachte ich so, nee, das ist zu lange her. Jetzt erzählt die Oma wieder vom Krieg.